surprise me, but I... Oh, was geht, Claire? Ich bin wieder zurück. Ich muss mich jetzt schnell zu entscheiden. Ich nehme einfach Glass. Hannah, believe me. Rain's dead. Hannah, please. She was on the tanker with us. We saw her. Don't let me go again. Trust me, I get the pain, but this... Nothing good will come from that. You don't have to say it. I just say I won't help. Like, I counted on you. If you can't, just get lost. You, Hannah! Bloody hell. Your end is near. Now's my turn. I gave you a check. You think you own the place? Prove it! Warum? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt Glass umbringe. Das war nicht geplant, ohne Witz jetzt. Jetzt muss ich wohl gegen dieses Vieh kämpfen, aber ich muss irgendwie erstmal gegen diese Sphären schießen. Nicht. Ohne Witz jetzt. Nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Ich muss einfach nur drauf schießen. Okay, jetzt ist es fail. Shit. Wir müssen die richtige Setup finden. Meine Fresse, die soll doch da verschwinden! Warum steht die da noch? Was ist denn das Leben da? Zombies! Was? Can't kill a god. We create gods. We can kill them. You're just a myth, a forgotten tale. Our people deserve more than a hopeless legend. Sink into oblivion again. That's where you belong. Now is my turn, and so my reign begins. Shit. We're all here? Bad question. Deke, you okay? Yeah, but I feel we made the wrong choice. Yeah, I think that's what you've falsch gemacht. Rain, eh? She goes to war. Against us? Maybe humans, or other gods, who knows? She's pretty rash. Let's move. Let's bring Rain back home. She's... I know. Yeah, he's told. Oder? Thomas! Das kann nicht dein Ernst sein. Noch ein schlechtes Ende? Oder ein normales Ende? Das ist unklar. Aber Freund von Glass stand da grad. Sie haben sich am Ende des Spiels auf Glass Seite geschlagen. Okay, was passiert, wenn ich mich jetzt auf Hannahs Seite schlage? Das werden wir jetzt sehen. Mate, put it down. We don't have many options here.
don't do that. Shut the fuck up. This has nothing to do with you. What if you don't find what you want? I'll let you go, but Rain won't revive. You? But if I find what I want, I'll have the power to lead her back. Then you better find what you're looking for, or I swear... Mate. Yes, do it. You promised. I'm a mercenary, and you're the one who killed Rain. She? Die, bitch! Hä? Okay, jetzt ist niemand gestorben. Alles klar. Jetzt mit... Hä? Okay, das verstehe ich jetzt echt nicht. Ich dachte, ich würde jetzt Henna erschießen. Aber natürlich hat was genau die Entscheidung, die ich glaube ich treffen müsste. Bin ich mal gespannt, ob damit jetzt das gute Ende kommt. Business after all. Glass. Ist sie uns wirklich freundlich gesinnt? Good boy. That's fine. Perfect. Rain! Rain? Hey! Sag mir, dass du lebst. Hey, Dollface. Sag mir, dass du lebst. Is she... She's breathing. Rain! Was? Sie lebt! Why? What did I miss? Nothing much. Can you walk? Yes. Just a second. Glass, you okay? Yeah. Well, we're all here. Nobody will believe that. And I don't even feel sorry for you, pal. A Tiktaalik. She mentioned us are gods, right? What will happen next? We'll see soon enough. Yeah. Let's go. Okay, das war eindeutig das gute Ende. Was ist das denn? Verdammt! Ich hätte mich von Anfang an für Henna entscheiden sollen. Ich dachte eigentlich auch selber, Henna zu nehmen, aber ich hab falsch gedacht. Ich dachte, dann erschießt du denjenigen. 4 Fact 1 hat mich irgendwie so verändert, dass ich da halt so richtig paranoid wurde deswegen. Aber wir haben das gute Ende jetzt erreichen können. Ich bin jetzt froh darüber, dass wir es doch noch irgendwie geschafft haben. Aber ganz ehrlich, ich wünschte, das wäre mein erstes Ende gewesen. Aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar nichts gecheckt. Ich habe einfach nur irgendwie... Ich habe einfach nur gedacht, wen nehme ich jetzt? Und dann auf einmal passiert sowas, dass dann alle verrecken. Dann habe ich Glass erschossen.
Dann habe ich ein normales Ende bekommen. Und dann habe ich Hannahs Seite genommen und dann haben wir das gute Ende bekommen. Ich dachte, wenn ich Hannah auswähle, erschieße ich Hannah. Aber in Wirklichkeit kommt Hannah dann zur Vernunft. Ich dachte, das passiert, wenn man ein Glas nimmt. Das war das Problem. Naja, okay. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, das gute Ende zu erreichen. Naja, jetzt kommen wir zum Fazit. VFX Zentner war schon so ein nice Game. Ich muss ganz ehrlich sagen, für so ein 3D-Draufsichtsspiel war es schon so eine Klasse für sich. Deswegen, und ich habe auch wirklich das Spiel genossen, weil die Charaktere kamen zurück, ich hatte Spaß mit der Story. Und außerdem, da hat wirklich Sushay ein echt gutes Spiel geschaffen. Und ich bin echt gespannt, ob VFX Reinvented noch besser wird als dieses Spiel. Weil wenn ja, dann werde ich das wirklich den Entwicklern gar nicht vergessen, dass sie mir dieses Erlebnis wieder schenken. Weil VFX hat sich echt in mein Herz eingebrannt, seit ich das spielte. Weil es war wirklich eine Klasse für sich, auch für so ein FMV-Game. Aber ganz ehrlich, so ein Spiel muss man immer wieder da haben. Denn es gibt so ungeklärte Fragen und ich glaube, die werden vermutlich bald gelüftet, habe ich das Gefühl. Aber bis dahin müssen wir wohl noch etwas warten. Ich hoffe, ihr seid genau wie ich gespannt auf VFX Reinvented, weil es wurde ja geteasert auf YouTube von den Entwicklern. Deswegen bin ich gespannt, wie das Spiel sein wird. Naja, natürlich kennen wir ja die Story alle bereits, aber wir wollen alle wissen, was neu in dieser Version des Games ist. Und vielleicht hat sich ja auch irgendwas verändert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses Game. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und bis dahin, wenn euch diese Serie gefallen hat, dann hinterlasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Game wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.